PS, niemals, wirklich niemals das Spiel speichernd, während sie unter Wasser sind. Ein weiterer Auszug aus dem Handbuch von Into the Dark, dem besten Spiel der Welt, das Daniel und ich spielen. Und wir sind Level 2. And ready to go. Wir sind auch loaded and ready to go. Eine Pumpgun, militärische Ausführung, wie damals im Häuserkampf. Der hat auch alles schon erlebt, der Peter Brenner. Der ist halt Detektiv. Ich glaube, ja, das ist alles total zusammengeklaut, wie bei Limbo of the Lost damals, was ja nie erschienen ist. Also ich bin mir sicher, also wenn ich mir hier diese Scheiße an der Wand so anschaue, diese Waffe sieht so halbwegs, also die haben sie bestimmt aus irgendeinem anderen Spiel so geklaut, ja. Rausgeklaut. Ja. Wie übrigens auch diese MacGyver-Musik vorhin. So. Hier hieß es, das Level entweder mit Gewalt oder mit Intelligenz lösen. Ich gehe intelligent vor und schieße dem Monster hier mitten ins Gesicht. Und schaut, was das bringt. Ja, komm. Sehr gut. Wieso grunzt es wie ein Meerschweinchen, wenn man drauf tritt? Also nicht, dass ich jetzt wüsste, wie das... Also, lassen wir das. Das ist überhaupt die schlimme Verschwörung, die hier vorgeht. Dieses Monster hat aus harmlosen Meerschweinchen langarmige, nackte Typen gemacht. Gemeint ist jetzt dieser Dr. Andrews, nicht ich übrigens. So. Hörst du das auch, dieses komische Geflüster? Das Kinder-Dings, ja. Hier ist Budweiser-Werbung. Aha. Gut zu wissen, hier ist Blut an der Wand. Oder Marmelade. Der blockiert den Eingang zu den Bio-Laktoren. Jesus Christ. The blood is literally dripping out of this room. Es muss einen anderen Weg in die Biolabore geben, aber dort dürfte es gefährlich sein. Ja, danke für den Tipp. Übrigens, ich frage mich, wer diese Sprecher sind. Sie klingt ein bisschen wie irgendeine... Das ist ja Absicht. Also steht ja hier auch drauf, auf der Schachtel, dass es halt ein Trash-Horror-Action-Adventure-Spiel ist. Also ja, aber du musst ja trotzdem erstmal Darsteller finden oder Voice-Actors, die das so dilettantisch hinkriegen. Sie klingt ein bisschen wie irgendeine, die vom Lastwagen runtergerettet wurde, irgendwo an der ungarischen Grenze und dann, also mit Verlaub, und dann so, do you want to earn some money? Of course. No, please not. Not again. Let me go. You just need to talk. Drücke Enter, um sie zu öffnen. Ja, welche denn? Die hier? Die hier. Was ist mit der hier? Nachher. Ich habe Angst. Machen wir mal die hier. Ja, die geht schon mal nicht. Dankeschön. Ha. Aha. Was ist das für eine Wasserreflexion da? Das weiß ich nicht. Was ist das? Vielleicht eine Kaffeemaschine. Die Schaltungen hier sind fast vollständig korrodiert. Oder Coke. Oder Coke. Eine sanfte Säure. Hoffentlich kommt da wieder die MacGyver-Musik, wenn wir die Coke gefunden haben. Oder eine andere, die von Airwolf wäre auch. Nein, gut. Immer die von MacGyver. Also, Cola finden. Mich nervt es ein bisschen, dass diese Gegner einfach so auftauchen. Weil da ist man sich nie sicher. Das ist ein bisschen wie der Slenderman. Und wir sind es ja gewohnt, aber ich mag das nicht, wenn das keinerlei Logik folgt, wo der Gegner auf einmal herkommt. Ich meine, ich scheiß mir ja sonst bei Slender in die Hose. Hast du hier irgendwo eine Coke gesehen oder ein Essig oder so? Da ist ein Kühlschrank. Let's look into the fridge. Geht nichts. Why is there no Coke in the fucking fridge? Ah, da ist ein Getränkeautomat. Push the button. Warte mal, da ist auch eine Zeitung. Blame Britain. The United Irishman. So. Das kennen wir aus Half-Life noch. Einen interessanten Gegenstand. Eine Dose Cola. Eine Dose. Interessant. Flachzange. Du verwechselst schon wieder interessant mit langweilig. So. Prost, Benant. O-Zapft ist und jetzt. Was geht jetzt? Was kann ich denn jetzt machen? Was ist jetzt passiert? Ist das Schaltpult, ist das nicht umgeklappt gerade eben hier? Da ist überhaupt nichts umgeklappt. Aber diese Vielleicht Knappe? Ist jetzt die eine Tür... Ah, siehst du, die Tür gegenüber ist offen. Aha. Ja. Gee, I guess I have never spent a quarter for something such useful like the one can of Coke. Ja, und was hilft mir das jetzt? Was habe ich jetzt gefunden? Was sagt das Mission Log? Die Korrosion müsste entfernt werden mit Kohle oder Essig. Aha. Das haben wir schon gemacht. Ja, ja. Aber hier, kann ich hier irgendwas machen? Ich habe doch hier schon alles gemacht, oder? Geh mal in den Hauptraum zurück, vielleicht ist jetzt einfach wieder ein Monster da. Oder die Tür ist einfach mal wieder offen. Hast du die Waffen eigentlich wechseln oder hast du die Shotgun leer geschossen? Ah. Das sieht man ja nicht, man sieht ja nirgends eine Munitionsanzeige. Aber da bin ich ja eigentlich ein großer Fan von. Ja, aber irgendeine Art von Feedback wäre trotzdem nett. Weil...
geh mal an die Tür ran, das Blut ist nämlich jetzt weg. Das Blut war vorher schon weg. Einfach sicher? So, ja, ja. Okay. In dem Moment, wo er gesagt hat, the blood is literally dripping from. Dripping, war es auch schon weg. Enter, wenn du den Schlüssel hast. Haben wir aber nicht. Ja, und wo ist der Schlüssel? Wir müssen bestimmt erst den Schlüssel für. Ah, Mission Log. Der Weg durch das Chemielabor oder Chemie oder Chemie, sucht es euch aus, scheint Chemie. Sicher, aber der Schlüssel fehlt noch. Ja, der Schlüssel muss doch in diesem anderen Raum sein. Ah, stimmt, das habe ich im Handbuch gelesen. Das ist dieses, das steht irgendwo, das haben wir ausgedruckt. Das hat nämlich ein System, das sich simulierte Erinnerung oder sowas nennt und das bedeutet, dass er Sachen erst dann sieht, wenn er sie braucht. Also, dass du den Raum durchsuchst und da ist nichts und erst dann, wenn er... Das fiktive Erinnern. Ja, genau, lies mal vor. Uns ergeht es im Alltag oft so, dass wir uns plötzlich erinnern, etwas gesehen zu haben, was uns beim ersten Anblick nicht aufgefallen ist. Dies wird bei Into the Dark so simuliert, dass Gegenstände erst dann erscheinen, wenn auch außerhalb des Blickfeldes, wenn bei Pete, unserem Hauptcharakter, falls ihr das vergessen habt, die Erinnerung einsetzt, wo er das betreffende Stück gesehen hat. Wenn du ein Level neu startest, ist logischerweise auch diese Erinnerung noch nicht vorhanden. Und daher auch nicht der betreffende Gegenstand vorhanden. Oder anders gesagt, sie können nicht Salpeter einsammeln gehen, bevor sich Peter daran erinnert, wie man Schwarzpulver herstellt. Verstehe. Ihm würde ja auch jetzt, wenn er hier, also er will ja in den Raum rein. Und jetzt, wenn er sich hier umschaut und der sieht einen Schlüssel, dann würde ihm der auch gar nicht auffallen. Weil ja. Aber das Blöde ist, hier ist auch trotzdem nicht ein Schlüssel. Geh mal, also, was in einen anderen Raum. Geh doch mal zurück, ich glaube, da ist so das Schallpult, wo diese Lampe drunter lag. Das hier. Das liegt die ganze Zeit schon so da. Ja, aber da kann man vielleicht jetzt drücken. Oder was liegt denn da am Boden? Das schwarze gar Stück drücken. Da am Boden. Da nicht mal Kaffee kann man machen. Hier am Boden unterhalb von dem Stück, was ist denn das da? Ja, was weiß denn ich? Ich würde mal sagen, ein grafischer Bug. Böge. Vielleicht ist der Schlüssel auch einfach in dem Raum, da vorne, in dem Hauptraum. Und der Raum hier drüben war total überflüssig. Mann. Also, ja. Wo ist der Schlüssel? Kannst du den anderen? Aha. Ja, danke sehr. Ah, das wird, glaube ich, noch so großartig mit den Rätseln. Chemie, ich war mal gut darin. Ich war übrigens auch mal sehr gut in Chemie, in der 11. Klasse. Und dann Schotze. Wäre ich fast ums Leben gekommen, und das ist jetzt kein Witz, als mein damaliger Chemielehrer beinahe mein komplettes Gesicht verätzt hätte. Das beinahe. Ach, das ist nicht passiert. Den Witz bringst du immer, wenn ich die Story erzähle. Ich weiß. Ich habe halt auch kein Auto. Explosives oder einen Kran brauchen wir. Naja, dann. Aber da steht doch wieder so eine Kiste. Kann die, warte mal, Mission Log. Den Weg irgendwie freisprengen wird schwer ohne einer C4-Ladung. Also anscheinend hat die ungarische Kollegin auch die Texte hierfür verfasst. Was ist das hier? Diese Gasflasche, die da steht, kann man nicht draufschießen. Doch, und hier liegt auch dieses, das Tor ist zu und bleibt es auch. Das Loch ist aber groß genug. Schieß ich schau mich erstmal hier drüben ja, an. Ja, oder so. Ha! Ja. Das Labor ist ein Saustall und wichtige Sachen fehlen, aber eine primitive Schießpulverbombe bekäme ich zusammen. Ah, jetzt ist nämlich die Sache mit dem Schießpulver. Schießpulver. Also hier ist das Periodensystem. Ich glaube, da kommt wieder ein Viech. Das bumpert der Elemente, so. Salpeter lagert sich an feuchten Stellen, an alten Wänden und an Latrinen. Ich hoffe auf Ersteres. Da brauchen wir, wer hat aufgepasst in Chemie? Für Schießpulver noch Kohlenstaub und Schwefel. Diese gruseligen Geräusche im Hintergrund. An important message to a German staff. There are German signs. And posters for Wehrmacht staff. I suppose they hired and comforted former Nazi personnel. Indeed, they had a real springtime for Hitler and Germany. Winter for Poland and France. I love how our humors match. But I'm afraid I will still have to kill you for sending me into this death trap. First, you must get out alive. And I guess it won't be easier without me hanging around here and talking to you. You would freak out. I guess you're right. For now. Was? Oh Gott! Also, während Michi langsam durchdreht, versuche ich hier die Fassung zu wahren. Aber Wahnsinn, dass sie die Producers zitieren. Vielleicht tropft irgendwann Wasser an, genau. Also erstmal Salpeter finden.
Da, wo der Schlüssel auch war, der tropft bestimmt auch. Musik ist aus. Achso. So. Dann Kohlenstoff. Wo kriegt man Kohlenstoff her? Hm. Das hört sich an, diese Horrorgeräusche, als hätten die irgendwie einfach nur so Telefongespräche da reingeschnitten. Ja. Oh, dann kaufe ich hier doch irgendwie hier vielleicht so ein Regal oder so, nicht woher. Das machen wir ja, okay. Ja, die Rätsel sind echt toll, muss ich sagen. Wo kriegt man Kohlenstoff her? Das ist nie in dem. Nee. Haben die eigentlich einen Labor-Orgelspieler? Ja. Hat aber jedes vernünftige Labor. Habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht an der Uni damals. Bisschen was dazu verdient, Orgel gespielt im Labor. Schau mal, gehen wir nochmal zur Tür zurück, zur Eingangstür, ob da was ist. Was steht hier rum? Kohlenstoffbaustein des Lebens, enthalten in Menschen und in Diamanten und Graphit und Zucker. Aha. Und den Schlüssel habe ich auch gefunden. Hey. Nanu. Irgendwas habe ich aufgemacht oder zugemacht. Warst du durch den Lüftungsschacht da schon? Nee, stimmt. Jetzt brauchen wir nur noch Schwefel. Und einen Schlüssel habe ich auch, das heißt jetzt... Jetzt geht's ab, jetzt kommt ein Monster im Schacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist ein Schweineviech. Jetzt warte mal. Das Biolabor ist offen und wartet auf mich. Hoffentlich habe ich genug Pumpgun-Munition. Irgendjemand kämpft und stirbt. Jetzt warte mal, aber ich hätte doch gern noch das Dings aufgesprengt. Nur Wahnsinnige würden hier freiwillig weitergehen. Ja, siehst du, das ist nämlich jetzt genau der Quatsch. Das ist jetzt nämlich die Gewaltvariante. Und ich will aber die Gehirnvariante. Nee, nee. Das ist vielleicht dumm, da nicht durchzugehen, weil die Tür schon offen ist. Aber ich bin ein alter Deus Ex-Spieler und muss jeden Weg aufgemacht haben, bevor ich irgendwo reingehe. Und ich möchte jetzt schon noch wissen, wo der Schwefel ist. Ich glaube, irgendjemand hat gerade ein Kätzchen getötet, aber das ist das mit Deus Ex in Verbindung gebracht hat. Es sieht ein bisschen aus wie Deus Ex 2. Das musst du zugeben. Deus Ex-Spieler wissen, was ich meine. Trotzdem wissen wir jetzt immer noch nicht, wo der Schwefel ist. Oder vielleicht reicht das. Vielleicht braucht man in dieser Welt gar keinen Schwefel. Meinst du, das geht hier gar nicht mehr mit rechten Dingen zu? Ja. Ah, gut, dass wir einen Detektivsoldatenchemiker spielen. Chemiker. Mal ganz ehrlich, MacGyver ist auch nichts anderes als ein Detektivsoldatenchemiker. Vielleicht sind das die Reste von MacGyver The Game von 2001. Das kann natürlich sein. So, und jetzt? Was mache ich denn jetzt mit... Geh doch mal ins Labor da. Warte mal, vielleicht kriege ich ja noch einen Hinweis. Zusammenbauen. Labor. Da rein. Jetzt brauche ich Tisch. Ich will den Schwefel jetzt haben. Da ist nochmal ein Nazi-Plakat. Schwefel, reichlich davon. Lasst uns Bomben bauen. Ja, wo war der jetzt? Da in dem Regal vielleicht. Guck mal in das Regal. Das gelbe Zeug, ja. Und jetzt? Jetzt brauche ich eine Bombe. Und wo? Drücke Enter zum Benutzen. Aha. Crimson Jihad. I got a bomb, I got a bomb. Did you listen, Sam? I got a bomb. Boys and their toys. Don't blow yourself up. Meanwhile, I try to search the wreck to get an evacuation plan. So, was ist hier los? Schießpulver oldschool, aber die Druckwelle wird hier drinnen massiv sein und weit gehen. Wo laufe ich denn hin? Einfach hier mal geradeaus durch, oder? Ja, du machst das da mal hin. Aber wo mache ich das hin? An die Tür. An die Tür, achso. Lauf um dein Leben! Get out of here! Run, 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 run! Get to the chopper! Get down! Get down again! War's das? Jetzt hat's gekracht. Jetzt ist offen. Ah, Monster hinter dir! Hä? Nee. Was? Ich hab mich die Druckwelle noch erwischt. Ich heile mich nochmal schnell. Irgendwo war doch hier noch ein Medkit. Ne, hier nicht. Ne? Wo war denn das? In einem anderen Flügel, glaube ich. Oh. Schau mal, Spritzen kann ich auch. Das habe ich jetzt auch neu erst gelernt. Geil. Jetzt will ich aber eigentlich die Melodie von American Gladiators haben als Belohnung. Könntest du uns die mal vorsummen? Ich hab das Danke sehr. Genug ja. Bass-Solo. Ist die Tür jetzt auf?
Nee, aber das Ding daneben. Gut, dass sie es auf die Tür geklebt haben. So, liebe Leute. I found someone online talking about the hut and the facility beneath. The source is a little bit shady, but there should be a sewer nearby that can get you out. Hey, that sounds great. Wait a second. Who is the source again? He calls himself Lord Smokealot 666, moderator of the adult fan fiction section of the X-Files Awards. Then it must be true. I'm curious if I will run into Monster! Famous Nazi UFOs here. I'm on my way. Aber muss ich jetzt doch nicht mehr ins Biolabor? Nein, wir sind am Biolabor. Wir sind lange über das Biolabor hinaus. Soll man nicht doch nochmal ins Biolabor hochschauen? Von mir aus. Da lachen, warten bestimmt noch ein paar Lacher auf uns, wenn ich hier nochmal durchkomme. Man kann nämlich, also auf der Schachtel steht drauf, man kann das entweder schnell durchspielen oder sich alles anschauen. Und ich habe so das Gefühl, dass sich das lohnt, sich alles anzuschauen. Ich habe Daniel angedroht, wenn das Spiel grauenvoll ist, dann schauen wir uns alles an. Boy, schauen wir waren uns nicht sicher, an. Ob wir es durchspielen oder nicht, da sind wir uns glaube ich auch immer noch nicht sicher. Aber doch, ich schon. Michi meinte, das Spiel ist so schlecht, dass natürlich spielen wir das durch. Hey, wo kommt denn das auf einmal? Oh, die Explosion hat ein Terminal genau vor den Eingang geschoben. Ah, verdammt. Oh Mann. Ich muss doch durch die Chemielabore, okay. Siehst du, verdammt. Wir haben aber auch ein Pech. Echt, wir hätten die Chemielabore erreichen können, haben wir aber nicht. Halt, wo war der? Hier lang. Da. Ja. Ich verlaufe mich halt in diesen drei Räumen schon, gell. Wenn ich nur einmal lese Chemie, ich war mal gut darin, dann. Chemie. Nun da. So kein Bock mehr auf Chemie, dass ich sogar nicht mal mehr Lust habe, die Chemie-Anekdote zu erzählen, wie der Herr X mir beinahe mein Gesicht zerstört hätte, mein schönes Gesicht. Das hast du doch eben schon erzählt. Nein, das war ja nur die halbe Geschichte. Jedenfalls hatte ich danach, war ich so frustriert vor der Chemie, dass ich danach kein... Der ist aber auch sehr gefährlich, muss ich sagen. Den lassen wir jetzt einfach mal stehen, oder? Nicht hier Munition verschwenden. Den machen wir tot, wenn wir es müssen, nicht wenn wir wollen. Der kommt jetzt bestimmt dann. Nö, noch nicht. So, wie ist es hier los? Ja, Nothing! Sackgasse. Da war es TH wieder. Danke Katja Burkhardt übrigens. Diesen Witz. Ja, genau. Ich bin tot. No! Da steht's, ich bin tot. Wie ging denn das jetzt so schnell? Weiß ich nicht, wir hätten den einen platt machen können, dass wir die Gelegenheit hatten. Ja, in der nächsten Folge spielen wir, glaube ich, weiter. Into the Dark. Großartig. Bis dann. Ciao.